Zukunft des Bauernhofes. Wir müssen kostengünstiger produzieren und dann geht es nur mehr über die Menge im Endeffekt. Damit ich mein neuestes Handy kaufen kann und ein richtig fesches Auto fahren kann, darf das Lebensmittel nicht so teuer sein. Das Kernproblem bei landwirtschaftlichen Produkten ist, dass man eigentlich jederzeit austauschbar ist für den Handel. Da findet sich sofort jemand, der das noch billiger macht. Wir leben seit Jahren von der Substanz. Der Zwang zu wachsen erfasst jetzt auch die Letzten. Ich kann ja gar nicht aufhören, weil ich ja die Verbindlichkeiten habe. Die Landwirtschaft ist am Markt angekommen. Das ist da und dort schmerzhaft. So sind Märkte. Jetzt kommen wir zum Neoliberal. Ja, stimmt, ist so. Neoliberalismus ist manchmal leider auch sehr brutal. Yes, TTIP is, we think, a good thing. It will increase trade. 150 million new consumers are available to us. Das System ist ja so, dass wir erst das billige Soja aus Südamerika nach Europa transportieren, dann billige Milch erzeugen, die trocknen, nach Mexiko transportieren, da das mit Wasser und Palmöl wieder anreichen und als Milch verkaufen. Ein völlig perverses System. Ja, yeah, it's fun. Das ist wie ein Fass, wo immer noch kleine Mengen reintropfen. Irgendwann zerreißt dieses Fass. En France, on a à peu près 600 suicides par an d'agriculteurs. Wir haben jetzt 30, 40, 50 Jahre diesen ewigen Wachstumswahn nachgerannt und der hat uns dorthin gebracht, wo wir jetzt sind. Wenn wir auf die Art 10 Milliarden Menschen ernähren wollen, ja, dann haben wir ein Problem. Also ich sehe mich selber als Bauer. Ganz straight. Das finde ich irgendwie cool.